So Leute, da sind wir beim nächsten Deck-Tag. Wir haben Ube Ninjas in Legacy. Ninjas war jahrelang immer so ein Fairy-Ninja-Traum von manchen Leuten, sag ich mal. Jetzt hat man aber festgestellt, dass dieses Deck sehr gut ist gegen diese ganzen Four-Color-Decks, Four-Color, Snowco, Astrolab, irgendwas Control. Und deshalb würde ich euch das gerne heute vorstellen. Ich habe eine leicht angewandelte Version, das müsstet ihr ja mittlerweile von mir gewohnt sein. Und deshalb, ja. Wir haben drei Prismatic Vistas, einfach nur als Fetchländer. Ich mache das heute ein bisschen langsamer. Dann haben wir vier Polluted Delta, auch hier Fetchländer. Einfach nur, um uns unsere Mana-Basis rauszusuchen. Normalerweise spielt man auch vier Prismatic Vistas, die besitze ich nicht. Dann spielt man ein neuntes Fetchland. Deswegen spiele ich jetzt hier ein Marsh Flats, ein Misty Rainforest, beliebiges Schwarz-Fetch, beliebiges Blau-Fetch, was man so rumliegen hat. Oder man spielt eben den vierten Prismatic statt die Marsh Flats. Dann hat man auf jeden Fall den Rainforest. Was wollen wir damit fetchen? Auf jeden Fall haben wir hier ein paar Inseln, 5 Stück an der Zahl. Ich habe jetzt mal die Snowcovers rausgenommen, ist aber super irrelevant. Ihr könnt eure Lieblingsinseln dafür benutzen. Dazu 2 Sümpfe. Man kann auch 3 spielen, wenn man nur mit einem Duel spielt. Da kommen wir jetzt zu. Und zwar spiele ich 2 Underground Seas. Wie gesagt, man kann auch nur mit einem spielen. Bei der Kreaturenbasis bin ich etwas aufgegangen. Normalerweise werden hier sowas wie Baleful Strix oder ähnliches gespielt. Ich habe mich dazu entschieden, zwei Brazen Burrower zu spielen. Einfach nur, weil sie als 3-Mana 3-1 Flash fliegende Kreaturen sehr gut fungieren. Wenn man sie später im Spiel hat, kann man sie auch einfach wieder mit der Fähigkeit der Ninjas zurück auf die Hand nehmen und wieder mit einem Adventure spielen. Und damit wirklich super hard value generieren, meiner Meinung nach. Ich mag die Karte tatsächlich sehr, gerade mit dem Return Target Non-Land Permanent über das Adventure. Auch das super, super gut. Richtige Matchups, richtiger Brecher. Dann kommt die Karte, wo ich gedacht habe, ich würde niemals Ornithopter im Legacy absleeven. Aber es passiert dann doch. Ist einfach ein 0-Mana 0-2 Flieger. Ein Enabler für die Ninjas. Der zweite Enabler für die Ninjas, die wir haben, sind Changeling Outcasts aus Modern Horizon. Ein Mana 1-1er mit Changeling. Das bedeutet, sie sind alle Kreaturentypen und sie kann nicht geblockt werden oder blocken. Dass sie alle Kreaturentypen sind, ist wichtig. Damit sind sie auf der einen Seite Ninja, auf der anderen Seite Topter. Dieses Deck könnte man nämlich auch als Ninja-Topter-Deck bezeichnen. Kommen wir erstmal zu der Ninja-Seite, da wo die meisten Leute schon heiß drauf sind. Wir haben 4 Engineers Infiltrators. 4 Mana 2-3 mit dieser Fähigkeit Ninja zu. Und zwar könnt ihr für 2 Mana eine ungeblockte, angreifende Kreatur zurück auf die Hand nehmen und könnt diese Karte angreifend getappt ins Spielfeld bringen. Dabei ist das wichtig, dass Ninja zu selber kein Cast ist. Also ihr habt eine Fähigkeit, die ihr aktiviert und eben eine Kreatur austauscht. Bedeutet, Kreatur greift an, Gegner blockt sie nicht. Für 2 Mana könnt ihr sie austauschen, nehmt den Ornithopter auf die Hand und habt den Ninja im Feld. Die nächste Fähigkeit ist von ihm sehr, sehr stark. Immer wenn ein Ninja, den ihr kontrolliert, dem Gegner Kampfschaden zufügt, dürft ihr die Karte ziehen. Das bedeutet, ihr dürft auch bei dem Changeling Outcast Karten ziehen. Wenn ihr mehrere davon draußen habt, bedeutet das auch, ihr dürft mehrere Karten ziehen, weil die jeweils einzeln triggern. An dieser Stelle hat man früher einen Ninja of the Deep Hours gespielt. Meiner Meinung nach ist das hier die Karte, die dieses Deck überhaupt spielbar macht, weil man eben nicht mehr den Ninja of the Deep Hour spielen muss. Zusätzlich dazu kommen 3 Yorikos, The Tiger Shadow. 3 Mana 1-3 mit Commander Ninjutsu. In unserem Fall ist das einfach normales Ninjutsu. Immer wenn ein Ninja dem Gegner Kampfschaden zufügt, könnt ihr die oberste Karte eures Decks vorzeigen. Jeder Gegner verliert Lebenspunkte in Höhe der Mana-Kosten und dann nehmt ihr die Karte auf die Hand. Auch dieser Effekt ist mit dem Infiltrator halt auch stackbar. Damit könnt ihr eben auch manchmal 4 bis 6 Karten ziehen, wenn ihr zum Beispiel mit diesen 3 Kreaturen angreift. Habt ihr auf jeden Fall 6 Karten gezogen, 3 davon normal, 3 davon in Damage-Form. Kommen wir zu dem nächsten Punkt, den ich sehr wichtig finde in diesem Deck, weshalb ich gesagt habe, man könnte es auch ein Top-Da-Ninja-Deck nennen. Und zwar die Retrofitter Foundry. Für 1 Mana ein Artefakt, das ihr für 3 Mana enttappen könnt, für 2 Mana tappen, kriegt ihr ein 1-1 Servo-Token. Damit könnt ihr halt auch Enabler für eure Ninjas kreieren. Für 1 Mana tappen könnt ihr ein Servo-Token opfern und ein 1-1 Top-Da. Nicht einen Servo-Token, eine Servo-Kreatur opfern, um einen 1-1 fliegenden Topter zu generieren. Und ihr könnt einen Topter opfern, um ein 4-4 farbloses Konstrukt zu erstellen. Das bedeutet, nicht nur können wir uns hier langsam vom Servo zum Topter zum Konstrukt hocharbeiten oder uns eben Servos bzw. Topter für als Enabler bauen. Nein, wir können auch die Changeling Outcasts und später auch oder früher auch die Ornithopter einfach in 4-4er verwandeln damit. Weil sie sind Topter. Mega mächtige Karte und eine der meiner Lieblingskarten im Deck.
Gut, dann spielen wir blau. Force of Will, 5 Mana, Counter-Target-Spell. Kann man blaue Karte abwerfen, statt die Karte Mana-Koste bezahlen. Müsste man kennen. Und weil 4 nicht mehr genug sind in der heutigen Meta, spielen wir 6. 6 Stück ist schon ganz gut. Mehr Counter-Spells sind auch gebraucht. In dem Fall 3 Days, mit dem ihr eine Insel zurück auf die Hand nehmen könnt, statt die Mana-Koste bezahlen. Und auch hier könnt ihr einen Zauber kontern, ist deine Bärschatz halt ein Mana mehr. Dieser Stil, den ihr fahrt, ist halt tatsächlich ein relativ krasser Delver-Stil. Und ihr zieht dabei eine Menge Karten und habt deshalb auch eine Menge Counter. So, wir haben, weil wir natürlich blau spielen, 4 Brainstorm, 4 Ponder. Brainstorm, die schwerste Magic-Karte meiner Meinung nach, die es gibt. Ponder ist der Ersatz, weil wir keine 8 Brainstorm spielen dürfen. Und dann kommen wir zum Removal. Und zwar haben wir einen Murderous Cut. Murderous Cut zerstört eine Kreatur für 5 Mana mit Delve. Damit kann man sie günstiger machen. Und ich versuche in diesem Deck halt, gerade mit Days, Force of Will, Murderous Cut, Force of Negation, die Yuriko auch ein bisschen mehr ins Spiel zu holen und damit Damage zu schießen. Man könnte auch an dieser Stelle anderen Removal spielen, aber als One-Off finde ich den Murderous Cut ganz gut. Der andere Removal kommt ins Spiel mit Fatal Push. Ein schwarzes Mana. Ihr zerstört eine Kreatur, Mana kosten 2 oder weniger. Mit Revolt könnt ihr mit einer mit 4 oder weniger zerstören. Super, super gute Karte, auch wenn sie jetzt gerade nicht sichtbar ist. Alles klar, dann muss das hier hin. Super, super gute Karte, Fatal Push, einfach nur um kleinere Kreaturen aus dem Weg zu räumen. Gerade sowas wie eine Strix. Super ärgerlich für das Deck, weil die kann unsere Top-Tab blocken. Dann haben wir heutzutage irgendwie normal mittlerweile in schwarzen Decks ein One-Off Cling to Dust im Mainboard, einfach nur um Uros abzuschalten, weil Uro nun mal eine ziemlich miese Sau ist. Und ihr könnt damit halt auch einfach eine Karte ziehen, ihr könnt 3 Leben bekommen und mit dem Escapen könnt ihr die Karte aus dem Friedhof halt immer und immer und immer wieder spielen. Die letzte Karte, die ich im Deck habe, ist eine Karte, die ich aktuell teste und die ich persönlich sehr, sehr gut bisher fand. Und zwar Cunning Evasion. Cunning Evasion ist eine 2 Mana Verzauberung, die sagt, immer wenn eine Kreatur geblockt wird, kann man sie zurück auf die Hand nehmen. Das bedeutet, eure Brazen Burrower und auch eure Ninjas oder ähnliches können zurück auf die Hand genommen werden, wenn sie geblockt werden von irgendwelchen großen Viechern, von 3-3 Elchen oder eben von Strixes bzw. Kotals und sind damit beschützt. Ich finde, es ist ein weiterer Evasion-Move. Ich habe auch schon so oft mit Topter, also mit Ornithopter und einem Ninja angegriffen. Mein Ninja wurde von einer Strix geblockt. Ich habe den Ninja-Zug auf die Hand genommen und ihn rein Ninja-Zug in den Top mit dem Topter. Und damit kann man halt auch an gegnerischen Blockern vorbeispielen. Deswegen finde ich den ganz gut. Ich teste ihn aktuell noch. Mal sehen, was das gibt. Soviel zum Mainboard des UB-Ninja-Decks. Ein Deck, was sehr schnell sehr viel Power aus Board legen kann und verdammt, verdammt viele Karten zieht. Und damit richtig krass Value generiert. Gucken wir uns mal das Sideboard an. Beim Sideboard habe ich die erste Ansage mit der Leyline of the Void. Leyline of the Void, diese Karte, die man eben von der Hand spielen kann, wenn man sie auf der Starthand hat, um sie ins Spiel zu bringen und damit jegliche Karten, die der Gegner in seinen Friedhof fliegt, wird zu exilen. Ich bin mir noch nicht sicher, die aktuellen Listen spielen so zwischen 3 und 4 Stück davon. Ich bin mir noch nicht sicher, ob sie gut genug ist, deswegen habe ich eine von ihr drin. Ein weiteres Cling to Dust, einfach nur um den Value weiter zu erhöhen. Eine Nilil Spellbomb. Ein Mana Artefakt, ich kann das Ding opfern, tappen, opfern und alle Karten aus einem Friedhof meiner Wahl exilen. Und für ein schwarzes kann ich noch eine Karte ziehen. Ja, ich bin aktuell noch am Testen, welcher dieser 3 Spells tatsächlich der beste ist, um ihn 3-mal im Sideboard zu spielen. Surgical habe ich schon probiert, fand ich persönlich einfach nicht gut genug. Dann brauchen wir irgendwas gegen Combo-Decks oder unfaire Decks oder ähnliches. Dementsprechend spielen wir 3 Thoughtseize. 3 Thoughtseize einfach nur, um die gegnerische Hand zu sehen, Karten abzuwerfen und da ganz gut rumzulaufen. Aktuell kann man so ziemlich kein schwarzes Deck spielen, ohne einen Plague Engineer im Sideboard. Wir spielen sogar 2 Plague Engineer im Sideboard. Eine 3-Mana 2-2 Dude, der einfach mal einen kompletten Tribal killen kann. Sowas wie Goblins, Elfen oder eben auch Death and Taxes haben ziemliche Probleme mit dem Dude und deshalb spielen wir 2. Manchmal spielt man sogar 3. Der Vorteil, wenn man haufenweise Inseln und Sümpfe spielt und damit Basic Lands, ist, dass man eben auch Back to Basics spielen kann. Die Verzauberung, die sagt, Non-Basics enttappen nicht mehr, kann man gerade gegen so richtige harte Kontrolldecks oder gegen diese ganzen Stompy-Decks oder eben Big-Mana-Decks wie Big Eldrazi oder ähnliche Decks sehr gut benutzen, um sie sehr vom Mana abzuschneiden und das Tempo so weit rauszuholen, dass man gewinnen kann. Des Weiteren an Blau haben wir noch 2 Flusterstorms, also 2 Back to Basics. 2 Flusterstorms sind unsere einzigen blauen Sideboard-Karten. Flusterstorm einfach nur gegen Combo, der Einmanner Instant, der einen Spell-Counter hat, einen Instant- und Sorcery-Counter sogar nur. Wenn man nicht 1 mehr bezahlt mit Storm,
Einfach nur hauptsächlich gegen Storm, manchmal auch ganz gut gegen Delver. Dann gegen Kontrolle, eine meiner Lieblingskarten, die Bitterblossom. Ein Überbleibsel aus dem Fairy Ninja, wo ich immer noch finde, das Fairy Ninja war nicht annähernd so gut wie das Top-Down Ninja. Aber okay. Diese Verzauberung bringt zu Beginn des Versorgungssegments eine 1-1 Rogue-Token ins Spiel, Fairy Rogue mit Fliegend, und man verliert ein Leben. Wenn man das gegen bestimmte Decks einsetzt, die auf Kontrolle versuchen zu bauen, überrennt man den Gegner sehr, sehr schnell damit. Und da man aktuell nicht aus dem Haus gehen kann, ohne irgendwas gegen Oko im Sideboard zu haben, zwei Eliminates. Es gibt Leute, die in diesem Slot die Liliana's Triumph spielen, einfach nur, um den Gegner eine Kreatur opfern zu lassen. Auch sehr mächtig, gerade gegen Turbo Depths bzw. Dark Depths. Ich habe die Erfahrung gemacht, Eliminate ist um einiges stärker gegen Oko oder eben auch Death and Taxes oder andere Decks, die einen doch ziemlich abfacken können. Und diesen Removal für Planeswalker zu haben und nochmal ein paar Kreaturen zu schießen zu können, fand ich jetzt schon ganz gut. Kommen wir zu dem letzten, was ich heute ein bisschen erwähnen möchte, und zwar Splash. Es gibt aktuell auch Versionen, die mit Bugfarben, also die grünen noch splashen, für Oko und Abrupt Decays, statt Eliminates oder eben andere Karten gegen Kontrolle, beziehungsweise Oko ist halt einfach ein Allrounder, der ziemlich gut ist. Warum bin ich kein Fan davon? Ich finde tatsächlich, dass ganz viele Decks davon profitieren, dass sie nur zweifarbig sind. Sie können sehr, sehr viel besser agieren und wirklich auch konstanter agieren, indem sie mit zwei Farben den Gegner überrennen. Man muss nicht jedes Deck drei- bis fünffarbig halten. Es gibt auch gute zweifarbige Decks. Weiteres Beispiel dazu, meiner Meinung nach, Death Shadow. Death Shadow ist ein Deck, das euch bestimmt noch jemand aus meinem Freundeskreis vorstellen wird. Und ich hoffe, dass derjenige auch dann das normale Blue-Black Death Shadow nimmt, weil die zweifarbigen Decks meiner Meinung nach den Vorteil haben, dass sie eben diese Konstanz aufweisen können. Natürlich sind Abrupt Decay und Oko sehr starke Karten, für die man splashen kann. Aber man muss nicht. Sie sind, finde ich, nicht stark genug, als dass man gezwungen sein müsste, sie zu spielen. Ansonsten bin ich mit dem Deck super zufrieden. Ich mag es tatsächlich sehr, sehr. Muss ich leider zugeben, auch wenn es jahrelang für mich ein Meme-Deck war, dieses Fairy Ninja irgendwas. Und auch das Blue-Black Ninja, was nur mit Yuriko bisher rauskam und dann auch ein bisschen mit Fairies gespielt hat, fand ich auch nicht gut. Diese Top-Da-Variante hier gefällt mir doch ganz gut. Und ich kann euch nur raten, dieses Deck mal zu testen und zu schauen, ob es nicht euch vielleicht auch ein bisschen Spaß macht. Wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt oder irgendwelche Verbesserungsvorschläge, könnt ihr das auch sehr, sehr gerne schreiben. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksade. Ciao, ciao.